Also theoretisch müssten wir jetzt natürlich hergehen und ein YouTube-Intro sprechen. Naja, du mich auch. So im Sinne Hallo, von... Hallo, willkommen auf dem Kanal von Tassilo Gaming. Jawohl. Schön, dass ihr am Start seid. Danke fürs Einschalten. PUBG, eine Runde mit Thilo. Mal gucken, ich weiß nicht. Machen wir das öfter? Wissen wir noch nicht. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Also ich gehe davon aus, dass wenn wir erkennen, dass es uns weiter Spaß macht und dieses Format funktioniert, weil das Zusammenfügen der Videos klappt, dass sich das doch häufen könnte. Gott, wo gehen wir denn hin? Ah. Gatka. Komm, Gatka. Gatka, das ist voll weit weg, Alter. Ja, aber warte mal, wie könnte man nochmal Linien machen? Gedrückt halten? Nee. Ja, oh Gott, wie machst du das? Wie machst du das? Alt gedrückt halten und Rechtsklick. Oh. Fußball, Fußball! Yeah! Hab gepasst! Ich bin nicht so der Fußballspieler, ich kann das nicht. Offensichtlich. Fallrückzieher! Auf die Fresse. Oh weh, also muss ich bei dir mal noch gucken wegen Audio. Das könnte ein Problem sein. Warum? Weil du tatsächlich sehr übersteuerst in manchen Situationen. Wenn du laut wirst. Na gut, dann müssen halt deine Zuschauer mit klarkommen, genau wie du. Ja, normalerweise macht man dann einen Kompressor rein. Ja, du mit der Kompressor. Ich bin zwar eine Maschine, aber hör auf damit. Welche Taste war nochmal zum Ding aufmachen? Leertaste? Aber ich kann es nicht machen. Ja, noch nichts. Dauert noch ein bisschen. Fridolin war es, du Lügner. Hier könnte man nicht nochmal seinen Fallschirm wegmachen und aufmachen, gell? Nee, wenn du den jetzt abschneidest, dann... Tschüss. Tschüss, Thilo. Ja, das mit den Geräten des Blutschippers. Ja, du kannst deine Teammates wiederbeleben mittlerweile in PUBG. Oh mein Gott, hast du das in Gatka gemacht, dieses Lautsprechersymbol? Nee, das Lautsprechersymbol, das ist der Revive in Gatka. Ah. Wenn du musst dann an meinen Rucksack hingehen, da ist der Blutchip drin, der ist normalerweise ganz oben immer im Rucksack und den gibst du dann dort ab. Und dann habe ich irgendwie, mit dem nächsten Flugzeug komme ich dann wieder rein. Oh, das ist ja krass. Ja, PUBG ist auch ein bisschen improved worden. Alter, wenn du jetzt Runde geflogen wärst, ich jetzt auf Video. Brauchst du eine AK? Nee, ich hätte gerne eine M4 und eine M24 heißt sie, ne? Alter, ja, Mann. Mal wieder so richtig einen wegsnipern in dem Game. Okay, ja. Ein Sechsfach, willst du das haben? Ja. Komm, wir gehen zur nächsten Siedlung. Ja. Die Dreierweste muss ich noch finden. Die war hier drüben irgendwo drin, oder? Ja. Wo ist denn die? Da, Dreierweste. Nice. Mega. Ja, dann ziehen wir mal weiter, wa? Zontechnisch sind wir gut. Es dürfte auch gar nicht auf die Insel runtergehen. Ach, er ist schon am anderen Ende der Karte angekommen. Ja, klar, doch, seit wir gehen rüber, nicht. Hier ist der M24. Nice, dann habe ich schon mein Setup. Hey! Hast du Angst? Zack, ja! Okay, Entschuldigung. Ja, wir sind natürlich jetzt ist das Looten vorbei, jetzt wird gelaufen, weil wir sind echt weit weggeflogen von der Fluglinie. Jetzt kommt das Looten auf die ganzen Opfer, die vor uns sind, Mann. Wir gehen über den Hügel an Pushinki, wir gehen da oben rein. Ohne Karre, oder wie? Ja. Für die Umwelt, oder? Für die... Ja, okay. Alles klar. Jeder muss seinen Beitrag leisten. Ja, das quäffelt einraufen. Am besten Booster sind ja auch hoch. Ja, ich habe schon ein bisschen was geschluckt, aber
Alles easy. Aber man hat einen Running Simulator, was soll's? Ja, heute ist Running Simulator, absolut. Nee, erste Runde, alles. Ja. Stressfreie erste Runde. Ohne besondere Vorkommnisse. Bam, Headshot. Wäre so ein typischer PUBG-Moment eigentlich. Oh, links fliegt einer mit einem Notfall-Pickup, ist gerade hochgegangen. Ah. Sollen wir die versuchen zu snacken? Siehst du den Ballon in der Luft? Ja. Aber kannst du es ausmachen, wo genau sie sind? Sie sind ziemlich, nein, am Zonenrand. Ich müsste die gleich sehen eigentlich. Ja, ich sehe beide. Oh, nice. Direkt den Headshot. Nice. Ich bin gleich näher dran. Wirf einen Nate rein, der hebt ihn jetzt auf. Sind die schon weg? Geh weg. Ne, einer wurde gerippt. Ja, ich hab beide tot. Beide tot. Die Nate hat sie gekillt. Nice. Ich hab den Assist bekommen und... Ja, wir müssen aber dann direkt los. Also ja, ich heil mich gerade hier. Perfekt. Ja, das ist Unsinn. Ich lauf einfach. Ja. Der eine Mate hat mich noch gesehen, hat wahrscheinlich seinen Typ gerade versucht zu warnen. Und dann dein typischer PUBG-Moment, bam, im Kopf. Vor mir auf dem Hügel ist Action. Ja, wird schon reichen. So, ich komme wieder hinterher. Ich habe die noch schnell weggelootet. Sehr schön, ich hoffe, du hast genügend Booster. Ich werde es gleich mal letzten... Ja, ich habe alles mitgenommen, was die hatten an Booster. Also, ich habe genug. Ja. Rechts unterhalb von mir ist große Schießerei. Gutes Auge gehabt für den wunderbaren Pickup übrigens, danke. Ja, kein Ding. Gut, dass du den ersten Headshot direkt gedrückt hast und meine Nate getroffen hat. Hey, das war, da haben sich die Sterne... War das mal, die PUBG-Götter waren uns gnädig oder so. Keine Ahnung. Was sagt man mit der Bombenzone? Die rote Zone, nein. Oh, Kacke. Durchrennen oder Gebäude oder was machen wir? Nur durchrennen. Oh, shit. Die Hits werden schon ein bisschen arg. So, Running Simulator. Ja, ich... Zone wird mein Tod sein wahrscheinlich jetzt. Rote Zone. Sie ist vorbei. Lol, letzte... Ah, in der letzten Zone kommt... Sind wir lucky. Booster dich auf jeden Fall ganz hoch, oder? Ich habe letzten Booster jetzt genommen. Ja, dann warte mal mit der Ballerei, bis ich bei dir bin. Ich baller gar nicht. Ich laufe weiter Richtung Zone, weil wir müssen zur nächsten. Die fickt uns nämlich jetzt tatsächlich arg. Ja. Wir haben nicht richtiges Zonenpech. Wir laufen auf den Komplex zu. Oh Gott, ja. Oh Gott. Ins Offene rein. Wir sollten vielleicht ein bisschen leicht links halten. Ist das besser? Nee. Rechts eher. Aber das sind halt gerade andere Spiele gewesen. Links sind wir offener. Boah, links sind wir offener. Ja, stimmt. Du hast recht. Lass rechts laufen. Nichts davon ist praktisch gerade. Rechts habe ich mehrere Sniper. Ja, einfach rechts entlang so ein bisschen. So, dass wir vielleicht hier oben reinkommen, oder? Auf gelb. Nee. Guck mal genau dazwischen, dass wir da einfach eine gute Möglichkeit finden. Ja. Rechts von deinem war gerade entweder die Zone oder so eine Blue Zone Grenade. Ja. Fahrzeug kommt von rechts. Ja. Auf dich zu, Achtung. Und oberhalb vom Fahrzeug sind welche. Ja. Die kommen auf dich zu, gerannt von oben. Oh, der hat sich unter meinem Schuss weggeduckt, der Hund. Nice. Ich hab einen genockt, der ist aber links davon auf dem Hügel gewesen. Ja, du ziehst sie gerade ultra ab, ey. Ruhig. Scheiße, Zone. Ich muss. Der ist hinter dem Baum. Ja, ich hab's gesehen. Du musst auch, wir müssen in Zone. Ruhig. Ich muss weiter aimen, sonst tötet er uns. Er ist am Baum. Von hinter uns war noch ein Schuss, oder? Nee, das war der.
Ich habe erstmal fett gefettfingert gerade. Einen Assist gekriegt. Nice, dann ist der. Holy shit, da ist C4 hochgegangen. Ja. Hast du Boosty Boost? Ja. Ich werde jetzt erstmal schauen, dass links am Komplex müssen wir jetzt vorbeilaufen. Wir haben nur die Chance jetzt in dem Zeitfenster. Kommst du mit? Ja, ja, hol dir, ich bring dir gleich Booster, warte. Wir haben keine Zeit. Bin auf dem Weg. Alter, ich hab nichts getroffen. Zonenrand. Ja, hinter dem Stein da vorne kurz anhalten, dann gebe ich dir Booster. Ja. Warte, mit Steuerung. Sag, wenn's ne? liegt, sag, wenn's ja, liegt. Ja, liegt. Danke. Booster gerade zweimal. Ja. Dann wird gelaufen. Okay. Im Komplex ist auf jeden Fall noch eine Partei am Leben gewesen, ne? Ja, ich finde gerade die Sicht hier ganz schrecklich. Die Tagesstimmung ist. Ja. Kann kaum was erkennen. Links weiter, oder? Ja, ja, ich will nur kurz den Komplex. Ja, die kommen jetzt raus. Rechte Seite, linke Seite, rot. Regeln wir wo? Linke Seite, Komplex. In der Hütte, da ist einer drin und der andere ist daneben. Zwei unterschiedliche Parteien. Okay, Zone. Ja, der wird jetzt gleich rausgedrückt werden. Dann passt. Ah, der hat eine VSS am Start. Der sitzt da immer noch in der Hütte drin. Ja, auf der rechten Seite des Eingangs war er gerade. Ja. Wirft Smoky Bokies. Ja. Okay. Er fährt Auto. Nice. Mir aus. Schön. Ruhig. Halt dich hier in der Senke. Halt dich hier in der Senke. Ja, ja, ist der Plan. Geh links rum weiter. Ja, links rum weiter für den Sieg. Ja, ich komme sofort hinterher. Boostern. Bin schon dabei. Hast du Nates oder hast du. Die Nate habe ich gerade weggehauen gegen die Jungs. Alles in Ordnung. Ich habe noch Smokes und Blendgranaten. Radio Silence. Noch ein Mollo. Oben auf dem Berg halt, ne? Easy, alles easy. Ja, die AUK hat einen richtigen Wumms. Okay. Schwer am Beobachten in alle Richtungen. Pass ein bisschen hinter uns auf, ne? Ja, die kommen jetzt. Dass du Bescheid weißt. Auf der anderen Seite vom Hügel müsste eigentlich ein Team stehen, wenn ich das richtig. Hinter uns ein Duo komplett, die kommen auf uns zu, hinter uns her, wo wir hergekommen sind. Ja. Boah, ein Hit. Alter. Einen habe ich getroffen, aber der andere hat mich hart erwischt. Ich sehe sie nicht. Die sind nach links wieder weggelaufen, am anderen Ende des Hügels quasi. Hinter, oh, andere Seite jetzt wieder. Ich bin down. Ja, Duo, das steht dort. Versuch den Baum zu markieren, Baum ist markiert. Ja, wir sind jetzt halt zwischen denen. Ich versuch, ja, die finishen mich. Passt. Mach du weiter. Nicht auf mich achten. Die müssten fast außerhalb gerade sein. Oh, die kriegen wir woanders. Schade. Oh.
Oh, okay, nicht schlecht, hey. Nicht schlecht. Ja, easy, waren komplett dreiergiert. Easy. Ey, erste, Platz 4. Erste Runde nach, keine Ahnung, welcher Zeit. Ganz witzig.